Herzlich willkommen, Freunde des fruchtigen Longdrinks, zu einer neuen Folge Let's Play bei Demon's Souls. Das wäre dann, wenn ich nicht komplett daneben liege, Nummer 5. Und, gut, ich habe 12 Stück, das sollte eigentlich reichen. Wir gehen jetzt zurück in die Steinfang-Katakombe. Weil wir ja noch ein paar offene Rechnungen haben und es gibt ja da noch die sagenumwobene Nebelwand, wo was Nettes wartet auf uns. Also, wieso ist jetzt der nicht da? Das ist Mobbing. Ich protestiere. Eigentlich sollte man die mehrmals killen dürfen. Wieso nicht? Na, dann muss ich doch gleich mal gucken. Okay, Weltentendenz technisch hat sich nichts wirklich verändert. Okay. Na dann. Man nehme die Abkürzung. So, hier ist Onkel Hulk. Oh ja, genau so. Immer schön rein. Ah. Brrr. Dieses Knochenknackende Geräusch, das... Das war so nicht geplant. Okay. Magie ist das, Leute, Magie. Aber Gott sei Dank muss ich nicht mehr an den blöden Hunden vorbei. Da bin ich sehr dankbar. Aber gut, dafür wartet ein netter Magier. Fragt sich jetzt, was schlimmer ist. Terpentin. Okay, von den Brandbomben habe ich nicht wirklich viel. Ne? Er schießt mich. Komm. Ja, lach nicht so blöd rum, komm. Eieiei. Hehehehe. Sack. Ja, ich vergeh gleich das Lachen, du Arsch. Oh mein Gott. So. Das war's. So, noch einen Moment der Ruhe genießen. Friedliche Atmosphäre hier, wunderschön. In den Minen von Moria. Wieso ist unser Kamerad hier nicht? Sollte hier nicht jemand runterpurzeln? Okay. Ah nein, der kommt ja erst hier vorne. Ausgefaucht.
Aber Loot habe ich ja alles schon eingesammelt. Oh, ich habe Angst. Und wenn ich jetzt den Löffel abgebe, dann werde ich mich nicht mit einem Stein, werde ich mir nicht die körperliche Hülle zurückholen. Das spare ich mir dann lieber auf. Weil eben das zieht die Weltentendenz ins Schwarze, wenn man zu oft in körperlicher Form drauf geht. Und ich will nicht da reingehen. Muss ich? Muss ich wirklich? Oh, das ist schlecht. Mama. So, komm her. Oh, shit. Oh. Weg, 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 weg. Oh, meine Fresse. Oh shit! Oh. Ja, ja, ja. Jetzt geht's gerade mächtig ab. Oh Scheiße! So, lass mich doch mal aufstehen. Noch eine! Ja! Ja! Oh! Leck mich am Arsch! Puh. Also, das war jetzt... Ich hätte nicht gedacht, dass ich den überlebe. Oder die. Echt nicht. Meine Fresse. Vor allem die brennende Pfütze. Die hat's in sich. Da habe ich jetzt echt Schwein gehabt. Da hätte noch ein kleines Mühe gefehlt und ich hätte den Löffel abgegeben. Aber wisst ihr was? Ich bin stolz auf mich. Ja. Ich bin stolz. Ich hab's geschafft. Beim ersten Mal. Yeah. So, ich glaube, die harte Dämonenseele, die muss man dann beim Schmied hier, wo wir in der letzten Folge mal vorbeigeschaut haben, abgeben. Und dann kann man damit, also dann erklärt er sich bereit, wenn man ihn ein bisschen genervt hat, spezielle Waffen zu schmieden. Ach, geh aus dem Weg, du Nebelheini. Ich piekse es dem bewusst an, weil da hinten ist ein Kristall. Ey, geht's noch? Was soll denn das jetzt? Was, da laufen beide noch rum?
So, jetzt hoffe ich, dass er nicht geradewegs zu seinen Kameraden spaziert. So, Swarf. Hey! Das glaube ich jetzt nicht. Der kleine Frechdachs. Der hat jetzt aber echt was eingesteckt. Also ich kann mich ja täuschen, aber die hier vertragen einiges mehr. Oh ja, die vertragen deutlich mehr. Ja, ja. Immer diese Aggressivität. Gebt mir Steinchen, gebt sie her. Ui. Das hätte jetzt ins Auge gehen können. Hey, nicht so grob. Oh. Okay, das ist jetzt zwei von den Typen gleichzeitig, das ist echt sehr entspannt, muss ich sagen. Komm. Puh, meine Hände sind schweißnass. Ich glaube, ich gehe nachher kurz zurück in den Nexus, meine Seelen verteilen. Oh. So schnell geht's. So schnell kann's gehen. Aber jetzt behalte ich meine Form bei. Jetzt gehe ich nicht mehr. Mache ich nicht mehr. Versuche ich den nächsten Boss zu besiegen ohne. Oh. Nein. Nee. Ihr kleinen leck mich am Arsch Wichser. Geht mir auf den Sack. So, ich lasse jetzt das Tierchen dann weglaufen. Ich habe keine Lust, deswegen den Löffel abzugeben, ehrlich nicht. Nee. Ich will meine Seelen zurück. Ich will sie haben. Ich hoffe, die anderen bleiben da schön und graben. Oh, verdammt! Kurzen Prozess. Ja, Herr Kameramann, ich möchte gern was sehen. Also die vertragen deutlich mehr.
als die Kameraden im oberen Stockwerk. Ich wette, wenn ich den einen anpiekse, kommt der andere auch. Wette ich. 100 Pro. Ja. Okay. Oh shit. Okay. Plan 77 mache ich mir jetzt. Kommt schön, kommt. Okay. Nur damit ich es gesagt habe, das war genauso geplant. Ja. Also. So, einer ist weg. Sehr gut. So. Oh, mach vorwärts, da kommt... diese gelben Dinger da, ihr habt ja gesehen, was die machen, ne? Das ist unschön, wenn einen die erwischen. Offenbar war ich wenig zu langsam. Aber ich habe meine Seelen wieder. Das ist doch schön. So, also ich weiß, was ich als nächstes tun werde. Oh, jetzt so. Also, Zwischenklopfen hier. Ich werde nachher nach Boletaria reisen und mir da ein paar Kräuterchen holen. Genau das werde ich tun. What? Du lebst immer noch, du Drecksau. So. Wie sich das gehört. Und hier unten, das ist der Weg zum nächsten Endboss. Also Endboss, wieso sage ich eigentlich? Nein, nicht der Endboss, sondern der Zwischenboss. So. Aber bevor ich jetzt nochmal so richtig schön aufs Maul kriege, will ich jetzt mal zurück in den Nexus. Und danach ein bisschen Kräuterchen farmen, weil, wie man hier sieht, geht der Vorrat ein bisschen zur Neige. Wir wollen in den Nexus. Okay. Habe ich eigentlich noch, glaube ich, die Seelen habe ich alle freigesetzt. Die brauche ich nicht. Einen schicke ich mal auf Reserve. Einen Wetzstein dabei zu haben, das schadet auch nie. Man kann nie wissen. So.
Gut, dann motzen wir doch ein oder zwei Attributchen auf. Soul of the mind, key to life's ether. Soul of the lost, withdrawn from its vessel. Let strength be granted, so the world might be mended. So the world might be mended. Art thou finished? So, und nu? Das ist jetzt zwar ein bisschen langweilig, aber muss leider sein. Weil das ist ungeil, wenn einem mitten in einem kniffligen Kampf dann auch noch die Krötchen ausgehen, das wollen wir nicht. Und das habe ich, glaube ich, letztes Mal gar nicht gezeigt. Eben hier geht es dann eigentlich noch weiter, aber wir müssen erst noch den Erzdämon, den wir in den Minen da finden werden, platt machen. Dann geht's da weiter. Hallo. Hey. Irgendwie habe ich es heute nicht so mit dem Timing. Aber der Vorteil ist, ich bin ja schon tot. Ich kann ja nicht noch mal sterben, von dem her. Tankiert mich das peripher. Und tschüss. Können wir eigentlich noch auf den Drachen warten? Der grilliert hier auch noch ein paar. Das gibt dann wunderbar Seelen. Ja, komm her. Ich hol mal das Loot hier. Und tschüss. Kommst du? Hallo. Ich wette, wenn ich da runterrenne und das Ding da hole, grilliert er mich. Garantiert. Okay. Jetzt will ich wissen, da oben war ja noch so ein Tierchen. So ein Kristalltierchen, genau. Weil jetzt beam ich mich gleich wieder hierher. Und das mache ich jetzt ein paar Mal, bis ich so... Sag mir... 20 von den mittelstarken Kräuterchen habe, also von dem Halbmondgras. Das war wohl nix. Was? Der verspottet mich doch tatsächlich. Das geht, das fällt in mir ein. Ja. Oh shit. Okay. Das war so nicht geplant. Also, ich wollte euch nur mal zeigen, wie's eben nicht, wie man es nicht macht, ne? Also, einfach, dass... Ich muss ja da auch lernen, dass man auch auf seine Ausdauer achten muss und so, ne?
Mensch, nicht schon wieder. Diese dreckigen Pfeilbogenhainis da hinten. Wenn es so weitergeht, dann komme ich mit Form nicht weit. So, jetzt reicht's aber mal hier, hä? Ihr kleinen feigen Säcke. So, mal gucken, ob das Tierchen da oben sich nochmal in Scheibchen schneiden lässt. Müsste eigentlich nochmal... Nein, es ist nicht mehr da. Ich bin enttäuscht. Aber ich glaube, das habe ich eh schon... ein, zwei Mal. Warte so. Habe ich den schon abgeschlachtet? Also gut möglich, dass ich... dass der jetzt halt nicht mehr erscheint. Aber naja. So. Dann nochmal dasselbe in grün. So herrlich fies, wenn man den anderen beim Sterben zugucken kann. Ruhe in Frieden, mein Freund. Das glaube ich nicht. Wegen einem Schubserchen macht er jetzt hier Schwierigkeiten. So, jetzt piekse ich den mal an. Dann kommen dir diese blöden Bogenschützen nicht so in die Quere. Na komm. Und tschüss. So, die holen wir jetzt auch noch ab. So. Sonst noch wer? Und ich muss es jetzt einfach wissen, ich will jetzt noch mal gucken gehen. Ja, tatsächlich, der ist nicht mehr da. Schade. Und nochmal. Ach, guckt euch mal die Location an. Es ist einfach, ich staune einfach auch über die Arbeit, die in solche Details reinfließt, hier überall. Das ist Wahnsinn. So, anpieksen. So, ich glaube, so langsam habe ich mich jetzt wieder eingegroovt, wie es scheint. Ne? Bin nicht mehr ganz so schlapsig wie am Anfang. Wir haben 15.
Sehr gut. Das Schöne ist, ich bekomme hier nicht nur Kräuterchen, sondern auch Seelen. Das ist doch wunderbar. Findet ihr nicht? Ah, ich will nicht öffnen, ich will Loot. Loot. Ja, und den Schlüssel, den bekommen wir dann später noch. So, anpieksen. Nein, nicht schlagen, anpieksen. Komm, 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 komm. Kann ich nicht so rum? Und auf Wiedersehen. Ja, so je. Drei gegen einen ist unfair. Wollte ja noch was tun. Schaut doch, dass er ein kleines Mühnchen Energie hat, der sagt noch ein kleines bisschen. Der cheatet doch. Da können wir nichts erzählen. Oh nee, jetzt bin ich zu weit nach vorne gelaufen. Scheiße. So, ich wollte gerade sagen, wenn der jetzt nicht den Löffel abgibt, dann weiß ich also auch nicht. Au! Sonst noch wer? So, wir haben es bald, wir haben es bald. Und nur, dass es gesagt ist, es ist keine Schande, wenn man in Demon's Souls Seelen und Kräuter farmt. Nein, absolut nicht. Weil selbst mit der fettesten Energieleiste kann man ziemlich schnell aufs Maul kriegen. Und darum schäme ich mich nicht. Kein bisschen. Ist Kunst oder wie?
Ja, noch zwei, dreimal. 27. Und dann reise ich nochmal zu den Toren. Ganz am Anfang. Und brauche noch ein paar grüne Kräuter. Und dann überlege ich mir, ob ich vielleicht den Speer noch aufrüste. Weil der ist echt hilfreich in den Katakomben. Ein bisschen Energie, was für eine Frechheit. So, mal kurz anstupsen. Diese Taktik empfehle ich übrigens immer, wenn ein Haufen Gegner rumsteht. Vor allem solche, die ordentlich austeilen. Also Bogenschützen, die bewegen sich eigentlich nie. Die bleiben in der Regel mehr oder weniger da stehen, wo sie stehen. Aber wenn es Soldaten in größerer Zahl rumstehen oder auch von diesen Rittern gibt es ja auch noch die rote Variante, die sind besonders garstig. Wenn man so einzelne Gegner anpikst, kann man sie vielleicht nicht einzeln immer, aber dafür in geringerer Zahl auf sich zukommen lassen. Und das ist dann doch deutlich entspannter. Und nicht ganz so tödlich. Weil, ich glaube, das muss ich ja nicht mehr erklären. Das habt ihr jetzt schon oft genug gesehen hier. Es reichen drei. Au. Reichen drei von den schwächsten Gegnern und das war's. Mann. Ich glaube, ich habe Lack gesoffen oder sowas. Aber guck mal, wir haben schon 12.900 Seelen. Das ist doch schön. Interessant, manchmal reicht der Backstep-Angriff, manchmal nicht. Warum? Ich weiß es nicht, aber es ist interessant. Ah, okay, ja, jetzt ist klar. Ich piekse ja den immer mit dem Pfeilbogen an, da hat er nicht mehr ganz so viel Energie. Alles klar. Verstanden. Wir haben hier 35. Gut, gut. Hey. Fällt dir ein, Mistkerl. So, noch zweimal. Dann habt ihr es überstanden. Dann müsst ihr mir nicht mehr beim Farmen zugucken. Versprochen. Das ist ein Vorteil, wenn man nicht jedes Mal verreckt.
um Kräuterchen zu farmen. Na komm, du keuchende Dampflok. Au! Was fällt dir ein? Du kleiner Bastard. Das war jetzt herrlich. Habt ihr gesehen, wie der letzte, der hat mir so richtig schön gemütlich nachgeguckt, wie ich herkomme und mein Beilchen in seine Rippen ramme. Naja. Müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht seitlich wegrollt, weil ihr habt, man hat es jetzt gerade ein bisschen gesehen, greift nämlich, passt seine Laufrichtung an, die Kurve, wenn man seitlich ausweicht. Also man muss eher steil auf ihn zurollen, weil sonst erwischt er einen trotzdem. So, noch einmal. Nur noch einmal. Ich verspreche es. Ein allerletztes Mal. Ja, nicht vergessen, die Krötchen einzusammeln. Das wäre ja eine Schande allerhöchster Güte. Stück, ja, wunderprächtig. Ein Träumchen. Genau. So, und jetzt lasst mich noch mal kurz im Eingangsbereich der Burg aufräumen. Ich hoffe, ich kriege da noch ein paar normale Kräuter, die kann ich zwar auch kaufen, aber mich reuen die Seelen. Das 100 Seelen pro Kraut, das ist Wucher. Sind wir mal ehrlich. Also ich glaube nicht, ich weiß. Die einzige Waffe, die ich in diesem Spiel gekauft habe, war das Bastard-Schwert. Es ist schade für die Seelen, echt. Ja,
Wer schreit denn hier so laut in die Botanik? Ne? Was soll das? Und ich muss auch sagen, vielleicht bin ich ja ein bisschen altmodisch, ich weiß es nicht, aber es gibt Leute, die halt auch fleißig mit den Waffen herum experimentieren. Ich bin halt da eher so, wenn ich mal Schneidwerkzeug gefunden habe, das gut funktioniert und das mit dem ich gut umgehen kann, dann bleibe ich meistens dabei und levele die auf. Ich mache dann höchstens so, dass ich mit den Waffen, die ich im Lager aufbewahre, dann ein bisschen rumprobiere und schaue, was dabei rauskommt. Aber in der Regel bleibe ich bei dem, was ich so bei mir habe. Also wie jetzt das Beil hier. Au! Und an der Stelle kommen auch gut Terpentin und diese Brandbomben kriegt man hier gerne mal. Um zurück zum Thema Waffe nochmal zu kommen, eben das Beil hier, das hat mir eigentlich von Anfang an sehr gut gefallen. Das mag ich. Und hier müsst ihr aufpassen, gell? Ihr habt es nicht vergessen. Hier kommen sie nämlich scharen. Ja, ja. Das war zu viel Kaffee getrunken, mein Freund. Hier kommen sie nämlich scharenweise angegrannt. Nicht schön. Nee, nee. Gar nicht schön. Ja, gib mir Gras. Zu spät reagiert. Aber ich lebe noch, das ist die Hauptsache. Das Schöne an der Waffe ist halt auch die Reichweite. Hehehehe. Ja, Ruhe auf den billigen Plätzen hier, hä? Tut sich noch einer weh, das wollen wir ja doch nicht, hm? Okay. Ich gehe jetzt hier nochmal hoch. Den traditionellen Weg, ohne Abkürzung. Versuch mal den roten Ritter da oben. Au! Ja, das. So weicht man richtig aus. So weicht man eben nicht aus. Das war jetzt so zu Demonstrationszwecken. So weicht man nicht aus, genau. So, das wäre dann eher die passende Variante, würde ich mal sagen. Freunde, ihr solltet echt nicht so viel Koffein zu euch nehmen. Das tut euch nicht gut. Au. Die Kugel, die kommt jetzt nicht mehr. Die kommt nur einmal. Also, keine Angst. Das nehmen wir direkt auch noch mit. So, und jetzt könnte es sein, dass mir der rote Ritter die Rübe freischlägt. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Und die Heinis da mit ihren Dingern, naja, die kennt ihr ja.
Die mag ich nicht. Die sind fies. Ganz, 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 ganz gemein sind die. Jawohl. Mag ich überhaupt nicht. So. Oh, 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 oh. Weil hier hinten haben wir noch eine schöne Seele. Ja, ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Habt ihr das gesehen? Das hat dem nicht mal gekratzt. Und ich hab 17.000 Seelen. Ich hab 17.000 Seelen. Ja, die holen wir uns wieder. Kein Problem. Null Problemo. Wir sind hier hochprofessionell. Die sacken wir selbstverständlich wieder ein. Sag mal, müsst ihr denn immer so in der Gegend rumbrüllen, ne? Muss euch ja jeder in der ganzen Schlucht, muss euch jeder hören, oder wie? Hey, hey, so, folgen das. Seht ihr, Brandbomben, Terpentin, das kommt, das bekommt man hier immer wieder mal. Nierendolch, nee, den will ich nicht. Ich will Gras und ich will Terpentin. Aber jetzt, Moment. Die Wurfmesser, die habe ich noch nie benutzt. Das Glas auch nicht. Das mache ich auch mal ins Lager. Das hat eigentlich kein besonders... Also... Bis jetzt auf jeden Fall hat sich mir nicht ergeben, wozu das Fernglas taugt. Bastardschwert, Nierendolch, wegwerfen. Wegwerfen. So. Die findet ihr ständig. Der Nierendolch ist eh. Kann man vernachlässigen, das ist ein Zahnstocher mehr nicht. Und den kriegt ihr andauernd, also. Kann man beruhigt wegschmeißen. Hier waren wir auch schon. Hey! Ich verbiete mir solche Anstalten. So, diesmal lege ich mich nicht mit dem roten Ritter rein, an. Rein, zählen, holen und wieder raus. So. Das würde mich jetzt doch dezent ein bisschen anpissen. Au! Fällt dir ein? Ich streichle dich mit meinem Beil. Hey, hey, hey. Immer ruhig. Immer Ruhe auf den billigen Plätzen, ne? So. Zur Sicherheit den starken Stoff auspacken. So. Wo bist du da? Wo sind meine Seelen? Natürlich im hintersten Eckchen, ne? Oh, Mama!
So, das wäre mal geschafft. Und tschüss. Ich komme später wieder. Mach's gut. So, das ging jetzt noch mal gut. Uiuiui. Ui, ui. Ja, nennt mich Schisshase, aber ich gehe jetzt mit meinen 17 Teilen. Kommt der echt hinterher? Nee, hat aufgegeben. Sehr schön. So, jetzt nehmen wir die andere Abkürzung. Quatsch, was rede ich da? Gehe ich jetzt da runter? Gehe ich da runter? Gehen wir mal schnell zurück in den Nexus und peppeln den kleinen Halt ein bisschen auf und dann geht's zurück in die Katakomben. Mann, der keucht ja. Ey. Aber gut, er trägt ja kein luftig leichtes T-Shirt mit sich oben. Da will ich auch keuchen wie eine Dampflok. So. Good. I was worried sick. Das ist aber schön, dass du dich sorgst, mein Lieber. So, dann holen wir mal den Superzahnstocher wieder rüber. I can forge weapons. So. Den lasse ich jetzt mal auf Level 3, weil, wenn ich mich recht entsinne, kann man mit den speziellen Seelen, also mit den Boss-Seelen, nur auf bestimmten Level-Ebenen der Waffe diese mit einer Seele bearbeiten. Also, glaube ich, Level 3, 7 und 10. Ich bin mir nicht sicher, echt. Wirklich nicht. Darum hoffe ich, dass ich jetzt hier keinen Müll vor mir gegeben habe. Thou seekest the power of the soul, no? Then touch the demon inside me. Soul of the mind, Stärke. Kondition, Intelligenz. Nein, ich will eine Kampfsau sein. So. Sehr schön. Ja, ich bin finished. Und bevor wir jetzt wieder... I can forge weapons. Ja, ich weiß. Nein, ich will gegen was. Hat meine Ausrüstung doch etwas gelitten, hä? Aber die hält noch ein Weilchen. Ich will... Was? 150? Sonst geht's noch. Ich wollte nämlich noch ein paar Pfeilchen kaufen. So. Weil, ja, weil die findet man komischerweise relativ selten. So, und jetzt möchte ich noch mal schnell zum Schmied.
weil die Geschichte mit den Seelen und den Waffen, das funktioniert nur bei dem Schmied, nicht bei dem im Nexus. Ah, guck mal an, da ist er ja. Nee, bleib schön hier, komm. Ey. Ich doch nur ein bisschen mit meinem Beichen streicheln, sonst nix. Könnt ja rüberspringen, aber ich traue mich jetzt nicht. Ich habe keine Lust zu sterben. Gut, ich habe nur 3000 Seelen, von dem her wäre das nicht so tragisch. I'm not forging a weapon, strengthens it and alters its character. Ores are transmogrified spirits. Their presence blesses the weapon. Demon souls. They're like powerful spirits. Some can even bless weapons. But doing so requires a powerful flame. Invigorated by a demon soul of scorching heat. Invigorated by a demon soul of scorching heat. Invigorated by a demon soul of scorching. Also man muss mit ihm ein paar Mal plaudern, dann kommt er auf die Seelen zu sprechen. Invigorated by a demon soul. Aber ich glaube, ich habe die richtige Seele noch nicht. Invigorated by a demon soul of scorching heat. Okay. Brauchen wir wohl noch die Seele vom entsprechenden Boss. Ich glaube, die Seele, die die brauchen wir nicht. Die beiden behalte ich noch, aber die lasse ich jetzt mal noch drin. So. Und an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Wir werden uns dann in Folge 6 wiedersehen. Hoffentlich, würde mich sehr freuen. Und ja, bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Unsinn und so, ne? Man sieht sich.